David Alaba und der Vertragspoker mit dem FC Bayern. Die Causa wird schon langsam zur unendlichen Geschichte. Und sie scheint in jüngerer Vergangenheit auch Auswirkungen auf die sportliche Leistung von Alaba zu haben. Darüber mag ich sprechen, und zwar mit einer absoluten Reporterlegende. Der gute Mann ist wahrscheinlich der Bayern-Insider schlechthin. Ich grüße nach München ins Studio. Von dort aus ist er mir nämlich zugeschaltet. Hallo Uli Köhler. Hallo, servus nach Wien. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ist mir eine große Ehre, Sie noch nicht ganz persönlich, aber mit einem dazwischengeschalteten Medium immerhin persönlich kennenzulernen. Freut mich sehr. Jetzt schießt ja die Bild-Zeitung heute relativ scharf, auch und ganz konkret in Richtung David Alaba. Es heißt dort nämlich, Alaba hätte seine Abwehr nicht unter Kontrolle oder nicht im Griff. Angespielt ist das natürlich auf die 1:4 Niederlage in Hoffenheim. Sehen Sie es auch so dramatisch konkret auf Alaba zugespitzt? Nein, ich sehe das nicht so dramatisch. Es ist einfach so, dass David Alaba durch diesen ganzen Vertragspoker sich angreifbar gemacht hat. Und natürlich ist es so, wenn er dann mal eine Schwäche zeigt, dann wird alles runtergespielt oder einfach runtergebrochen auf den Vertragspoker, dass er nicht konzentriert ist oder. Ich sehe das ein bisschen anders, gerade das Spiel jetzt gegen Hoffenheim. Da waren alle Bayern ein bisschen müde. Da hat keiner seine Leistung so gebracht, wie man das von ihm erwartet hat. Vor allem hat das Mannschaftsspiel dadurch ein bisschen gelitten. Und wer das Spiel gestern gesehen hat, also die Bayern waren ja nicht schlecht. Hoffenheim war unglaublich gut. Es war eines der besten Spiele einer deutschen Bundesligamannschaft gegen die Bayern in der letzten Zeit. Und du musst einfach da sein. Wenn die Bayern dann mal schwächeln, so wie das der Fall war, dann musst du da sein. Und dass sie geschwächelt haben, also das ist nun wirklich nachvollziehbar. Am Donnerstagabend noch 120 Minuten im Supercup. Und dieses Spiel ist ja nicht nur auf die Knochen gegangen und nicht nur auf die Muskulatur und auf die Kräfte. Nein, sich 120 Minuten zu konzentrieren, das ist ja das Nächste. Die Birne muss klar sein. Und aufrechtzuerhalten, das war dann gestern selbst für die Bayern zu viel und vielleicht auch für David Alaba, aber da war er nicht der Einzige. Wobei die These vermutlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Gegen Sevilla im Supercup hat er einen Elfmeter verschuldet und dann gegen Hoffenheim, da sind wir uns ja alle einig, hat er jetzt auch nicht die allerbeste Figur abgegeben. Glauben Sie, dass dieser Vertragspoker wirklich völlig an ihm abperlt? Natürlich nicht, und ich will es ungern immer auf solche Dinge, die sich dann anbieten, runterbrechen. Also im Supercup war auch nicht sein bester Tag. Klar kannst du jetzt nachher nein sagen, das setzt ihm alles zu. Und ich bin ganz sicher, dass ihn diese ganze Vertragsgeschichte dann doch mehr zusetzt, als er das zugeben mag. Ich glaube auch, dass er in der Grundidee schon recht hatte, sich vielleicht einen Berater zu holen, der den besten Vertrag aller Zeiten für ihn aushandelt. Aber so wie es am Ende ausgegangen ist, habe ich das Gefühl, nur ein persönliches Gefühl, dass er da gerne ein bisschen die Schraube zurückdrehen will. Denn er merkt plötzlich, es geht nicht weiter beim FC Bayern mit seinem Vertrag. Sie sind in der Zwickmühle, also er und der Papa George, die ja das verhandeln mit Pini Zahavi zusammen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er lieber jetzt seine Ruhe hätte. Er hat es ja auch im Statement schon mal angedeutet, dass er gesagt hat, ja, es wird schon alles werden, aber dazu muss ein großer Schritt, ein innerer, auch von ihm kommen, denn es gibt nur einen, der das beenden kann jetzt, das ist David Alaba selber. Was ist denn Ihr aktueller Stand in diesem Vertragspoker? Kolportiert werden ja diese 85 Millionen Euro, die Alaba dann aufgeteilt auf 5 Jahre bekommt. Deckt sich das auch mit Ihren Informationen? Also das ist ein bisschen mehr wie 85 Millionen auf 5 Jahre, denn ich muss mal kurz durchrechnen. 5 mal 10 sind 15, 85 Millionen hat er bisher schon bekommen ungefähr. Daran kann es nicht liegen. Ja, David Alaba, und das ist ja der Hintergrund, hat bisher schon einen sehr, sehr guten Vertrag gehabt. Einen Vertrag, der ihn ganz oben angesiedelt hat und der in dieser Region ungefähr war. Also man spricht so um die 15 Millionen im Jahr. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da kann selbst der FC Bayern das nicht toppen. Die Rede ist ja, dass er aufsteigen wollte in die ganz oberste Etage, das heißt da, wo Robert Lewandowski ist, da, wo Manuel Neuer ist, vielleicht das nicht darf direkt. Das aber laut Salih Hamicic nicht. Gehört da auch nicht hin unter uns. Ich liebe persönlich David Alaba, wunderbar. Ein perfekter Fußballspieler, ein netter Kerl, ein Mann, dem der FC Bayern viel zu verdanken hat, der auch aber dem FC Bayern viel zu verdanken hat. Es war wunderbar, seit er hier ist, ging es mit ihm bergauf, und
Er hat alles verdient, aber er muss einfach auch am Ende sehen, er ist Abwehrspieler und dann sage ich jetzt einfach Anführungsstrichen nur Abwehrspieler. Das ist anders wie Robert Lewandowski. In der Klasse ist er nicht und auch nicht anders wie Manuel Neuer, der wieder gezeigt hat, was er drauf hat. Absoluter Weltklasse-Mann und David Alaba, für mich ein ausgezeichneter Spieler, Weltklasse, aber auch da gibt es noch Unterschiede. Ganz oben ist er nicht und ganz oben können die Bayern auch nicht bezahlen, weil was soll jetzt dann in Kürze, wenn Joshua Kimmich kommt, möglicherweise bald Leon Goretzka, die sind ja auch nicht viel schlechter. Und David Alaba muss auch Hansi Flick, dem müsste er eigentlich ja Geld abgeben, muss man ja sagen. Warum? Weil der hat ihn auf die Innenverteidigerposition gestellt, wo er jetzt noch besser spielt. Links draußen hat er auch herausragend gespielt, nur hatte man immer, und das haben auch viele Kritiker ihm gegeben, der hat immer ein bisschen so Dienst nach Vorschrift gemacht. Wenn David Alaba in der Bundesliga 80% gegeben hat, war er immer noch der Beste, weil er einfach ein herausragender Kicker ist. Aber er war nicht so, dass du sagst, der muss jetzt zu Real Madrid gehen unbedingt. Und jetzt scheint sich ja mit Alphonso Davies auch einer zu etablieren, der es, sagen wir mal, nicht schlechter macht als Alaba auf der linken Außenbahn, oder? So ist es. Da wird er große Augen gemacht. Da hat keiner glauben können, dass Alphonso Davies so schnell in so eine Position reinwächst. Also er ist spektakulärer. Ich sage, er ist noch nicht so gut wie David Alaba. Dazu macht er noch zu viele Fehler. Nur wenn Alphonso Davies einen Fehler macht, der holt er und der Gegenspieler läuft ihm davon, da hat er den nach 20 Metern wieder eingeholt. Das muss man sich auch erstmal machen. Also das ist nicht so einfach. Das ist das, was ihn so spektakulär macht. Aber David Alaba, egal wo der spielt, auf dieser Position oder auch im Mittelfeld, ich glaube, auch da kann er sehr gut spielen, auch da kann er Weltklasse spielen. Den kann jede Mannschaft immer gebrauchen. Nur, und das vergessen ja viele, die Alternative stellt sich im Moment für ihn nicht so richtig. Jetzt haben sich in diese Causa um den Vertragspoker von David Alaba ja wirklich schon sehr viele Menschen eingemischt und schon sehr viele Experten zu Wort gemeldet. Unter anderem ein gewisser Uli Hoeneß, der ja für viel Aufsehen gesorgt hat, als er den Berater von David Alaba, nämlich den Herrn Sahavi, als geldgierigen Piranha bezeichnet hat. Warum tut denn das Uli Hoeneß? Warum lässt er sich nicht am Tegernsee die Sonne auf den Bauch scheinen? Er kann das nicht anders. Herz ist immer, der schlägt für den FC Bayern und er sucht sich ja immer freundlicherweise einen Außenfeind, das ist in dem Fall Pini Zahavi, aber man darf ja nicht vergessen, George Alaba und David Alaba haben den engagiert, damit er so viel wie möglich rausholen kann. Das ist jetzt nicht verwerflich, das machen alle Fußballer, das ist gut so, aber letztlich schuld ist nicht Pini Zahavi, der hat dem unter uns, das ist so ein reicher, erfolgreicher Mann, Pini Zahavi, ist völlig wurscht, ob David Alaba Millionen mehr oder weniger verdient. Der will jetzt auch nicht dastehen als schlechter Verhandler natürlich, aber der wird Ihnen vorher schon gesagt haben, es wird nicht einfach, ich gebe mein Bestes, aber Garantie gibt es keine. Und deshalb liegt es letztlich nur an David Alaba selber, mit welchem Vertrag er zufrieden sein wird. Vor allen Dingen, er hat ja im Moment keinen Verein, der das bezahlen will. Und im nächsten Jahr, ganz ehrlich, glaube ich auch nicht, dass das so einfach sein wird, selbst wenn er ablösefrei sein sollte. Ich mag noch ein, zwei Wörter über Uli Hoeneß verlieren, den Sie ja auch ganz gut kennen, sage ich immer, mit dem Sie in Ihrer Zeit als Journalist schon den einen oder anderen Strauß ausgefochten hatten, zumindest wird so kolportiert. Unter anderem hat er Sie ja in dieser legendären Pressekonferenz, als die Bayern-Bosse gegen die Medien zu Felde gezogen sind, auch persönlich erwähnt. Jetzt hat er sich ja zumindest weitgehend aus dem alltäglichen Geschäft doch zurückgezogen, der Herr Hoeneß. Geht er Ihnen schon ab? Natürlich fehlt Uli Hoeneß, aber er wäre ja nicht Uli Hoeneß, wenn er sich ab und zu mal wieder dazwischen melden würde, wenn er nicht in die Hand heben würde, sagte, hey, ich habe da auch noch was zu sagen. Und darum ist es sehr erfrischend, ihn zu haben, für Journalisten natürlich einmalig. Ich glaube, beim FC Bayern sacken sie dann ab und zu in sich zusammen, wenn sie hören, Uli Hoeneß ist jetzt wieder mal im Fernsehen oder gibt wieder ein Interview. Aber insgesamt ist er natürlich wahnsinnig belebend für den FC Bayern, für die Bundesliga, für alle eigentlich. Allerdings nicht immer ist er, sage ich jetzt mal, also die diplomatische Schule hat er nicht durchlaufen. Die wird er wahrscheinlich auch nicht mehr besuchen, diese Schule. Sie haben die möglichen Optionen und Alternativen von David Alaba schon angesprochen. Wie lange und wie weit kann sich denn das Team Alaba theoretisch noch aus dem Fenster lehnen? Welche Optionen gibt es realistischerweise tatsächlich? Wahrscheinlich Manchester City, PSG und China womöglich, wenn es rein um die Kohle geht.
Ja, aber was will David Alaba in China? Da kann er hingehen, wenn er 35 ist. Da kriegt er immer noch einen Sack voll Geld hinterhergeworfen. Also das kann nicht der Anspruch sein. Ich glaube, und was ich gehört habe auch, dass David Alaba auch nicht unbedingt nach England will. Also das ist nicht zwingend eine Option, weil beim guten Verein spielt er ja jetzt schon. Wer sind die zwei besten Vereine, wo jeder Mensch irgendwann mal spielen will? Selbst Sie möglicherweise, und bei mir hat es auch nicht gelangt, da machen wir uns jetzt da keine großen Gedanken machen. Das ist natürlich Barcelona und Real. Ich glaube, dort zu spielen... Real steige ich aus, nur dass das auch erwähnt ist. Ja, also das ist natürlich das Höchste. Ich kann mir vorstellen, das sind so Ziele, da will er hin unbedingt. Aber die Frage wird sein, ob die das gültige Geld aufbringen können. Also bei Barcelona schaut es ganz schlecht aus jetzt im Moment. Also was man hört, gehen die Schulden an die Milliarde fast, 900 Millionen. Also ob die dann insgesamt das Paket Alaba, das nicht 85 Millionen sein wird, sondern das Paket Alaba wird bei 120 Millionen liegen. Und ob die das dann stemmen können, auch im nächsten Jahr. Ich mag die Frage noch einmal von der anderen Seite stellen, nämlich von der Bayern-spezifischen Seite. Wie schwer wäre denn der Verlust oder wie schwer würde der Verlust wiegen eines David Alaba für den FC Bayern? Weil man könnte jetzt ja wieder ein bisschen flapsig formulieren, ohne Alaba hat es ja gegen Schalke auch ganz gut funktioniert. Das wäre sicher der falsche Ansatz, denn David Alaba ist ein herausragender Fußballspieler, der jeder Mannschaft zur Ehre gereicht. Der kann in jeder Mannschaft dieser Welt mitspielen. Weltklasse kommt nicht von ungefähr und das wäre ein herber Verlust für den FC Bayern. Aber da muss man dann einfach auch die Clubs verstehen oder in dem Fall den FC Bayern verstehen. Kein Spieler ist wichtiger als der Club. Keiner. Selbst bei Leo Messi sieht man das jetzt in Barcelona und der ist möglicherweise wichtiger als der Club. Also das wird ein ganz dickes Brett zu bohren. Da wird auch David Alaba nicht rumkommen. Er hat es versucht, viel rauszuholen, ist auch in Ordnung, aber gerade in den Corona-Zeiten muss man auch den Verein verstehen. Also beim besten Willen, die können doch jetzt nicht was für 5 Jahre garantieren, wo sie gar nicht wissen, wie schaut es in 2 Jahren mit Sponsoreneinnahmen aus, gibt es wieder Zuschauer im Stadion, weiß man ja heute alles nicht. Also wäre es ja fahrlässig des FC Bayern, so einen Vertrag abzuschließen. Und da muss man zu David Alaba sagen, der Vertrag ist einfach zum falschen Zeitpunkt ausgelaufen. Jetzt ist die Verhandlungsbasis schlechter, als wenn er letztes Jahr ausgelaufen wäre oder vor 1,5 Jahren. Und das ist leider sozusagen, ist David Alaba natürlich auch ein Opfer des Coronavirus, auch wenn es ihn nicht so schlimm getroffen hat. Zum Abschluss mag ich noch einmal auf das Schalke-Spiel zu sprechen kommen. Waren es Ihren Informationen zufolge tatsächlich nur muskuläre Probleme, deretwegen Alaba nicht gespielt hat? Ja, das waren nur muskuläre Probleme, das ist wirklich, weil Hansi Flick, muss man auch eins sagen, das ist so ein authentischer Trainer, der kommt so rüber, wie er auch ist. Also da gibt es kein Vertun und der hatte das im Vorfeld schon 2 Tage vorher gesagt, ja, David hat noch ein bisschen Probleme, Leroy hat auch noch ein bisschen Probleme und der Fonzie Davis auch. Und der Fonzie Davis hat dann auch nicht gespielt, er war zwar dann auf der Bank, dann lief es ein bisschen besser. Aber bei David Alaba hat der Muskel gezwickt. Warum er gezwickt hat, keine Ahnung. Ob er vor Wut an die Tür getreten hat, weil er gehört hat, Angebot abgelehnt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, insgesamt, mein Eindruck, David Alaba wird beim FC Bayern verlängern. Vielleicht ein bisschen zähneknirschend, aber er hat jetzt ein schönes Haus in Kitzbühel, soweit ich gehört habe, neu. Dann hier im Münchner Vorort, wo alle Fußballspieler wohnen, hat er auch ein schönes Haus. Ein Kind hat er. Na, er kann auch hier sehr glücklich sein. So, jetzt mag ich wirklich zum Abschluss noch das Lieblingsspiel der Journalisten spielen und Ihnen eine Prognose abbringen. Wird Alaba auch seine Karriere bei den Bayern beenden? Wenn er den Vertrag unterschreibt, davon gehe ich aus, wird er auch seine Karriere bei Bayern beenden. Also die richtige Fußballkarriere. China und Major League Soccer in Amerika zähle ich da nicht dazu. Wir werden das natürlich verfolgen. Herr Köhler, vielen Dank für Ihre Zeit und für die sehr interessanten Einschätzungen. Liebe Grüße nach München. Schöne Grüße nach Wien. Danke. Servus. Dankeschön. Ciao.